Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Stranded Alien Dawn. Ach schön. Samantha forscht, wir haben den Gemeinschaftsraum. Da haben wir natürlich jetzt noch Platz. Da hätten wir für die Wände noch irgendwas. Unterkünfte, Bodenbelag, Keramik, ja. Hautbarke haben wir keine mehr. Interessant, Lederteppich. Weißer Teppich. Steinpflaster. Ja, wir könnten nämlich weichen Teppich. Hier zum Beispiel jetzt so. Dass wir da so einen weißen Teppich hierher legen. Jetzt beispielsweise. Bodenbelag. Weicher Teppich. Dass wir auch hier den weichen Teppich legen. So, Samantha, ich muss dich kurz abziehen, weil wir sind mit der Energiezelle noch lange nicht fertig. So, Lara. Lara transportiert. Okay, transportiert weiter. Ich würde dich aber gerne läutern lassen. Super. Ja, bring das weg, das ist gut. So, nein, kein Holzhacken, Lara. Kein Holzhacken. So, Raumschifftrümmer, gute Sache, aber wir wollen zum mystischen Hain mit der guten Lara. So, was haben wir noch? Erkunden? Ja, Raumschifftrümmer ausgezeichnet, aber Supercomputer, CPU-Kerne unbegrenzt. So, dann sind die beiden unterwegs. Auch gut. So, kann Emily einen Teppich bauen. Samantha hat... Oh, Intelligenz 6 erreicht. Das ist schon... Das ist schon cool. Das ist schon cool. Später können wir uns natürlich überlegen, ob wir hier dann auch den Kühlraum draus machen. Hier, das da. Da müssten wir die Geräte verlegen. Das könnten wir auch gleich angehen, das Thema. So, die Destille. Wäre natürlich super. Bewegen. Hierher. So. Expedition abgeschlossen. Ich hoffe, es war erfolgreich, weil dann haben wir alle geläutert. Alle geläutert. Unglaublich. Wahnsinn. Alle geläutert. Wie schön. Das ist wirklich toll. Na, da freue ich mich. So, dann haben wir hier noch Regale. Und da kommt eine Tür rein und das wird unser Extremkühlraum. Ah, vielleicht bis hierher. Da bauen wir dann eine Klimaanlage rein, die runterkühlt bis nur was. Weil wenn wir da raufschauen, so gefroren unbegrenzt. Gefroren ab minus 7 Grad. Draußen hat es jetzt minus 8, das ist super. So, Samantha. Stehend ist natürlich schlecht. Warum eigentlich? So, kannst du bitte, bitte, bitte diese verdammte Energiezelle. So, Raumschifftrümmer. Erste Hilfekästen? Nö. Super. Okay, nimm die ersten Hilfekästen. Die Treppe da haben wir. Die hätte darüber gehört und nicht so. Ah, egal. Egal. So, was haben wir da? Endlich! Oh yeah. Oh yeah. So, Energiezelle ist super. Wir brauchen diese. Diese Kristalle. Diese Kristalle. Kümmert sich um die Destillerie? Nö. Du kümmerst dich jetzt bitte um den Treibstoff. So. Lara geht schon wieder hacken. Ich glaube, das gefällt dir. Was haben wir da drinnen für eine Temperatur jetzt? 14 Grad, super. Dann hackt noch ein bisschen. So, sehr schön. Und dann würde ich sagen,
Lara, du weißt, was kommt. Wunderbar. So, Expedition mit Lara. Raumschiff Trümmer. Ja, Supercomputer. Ja, ist okay. Mystischer Hain. Erkunden mit Lara. Super. So. Nicht genügend Treibstoff. Geht schon wieder los. Nö, Samantha, es tut mir leid, aber du musst nochmal extrahieren. Krankheit der Erkältung. Ach, Jack, du bist immer so anfällig für alle möglichen Krankheiten. Jedes Jahr im Winter bekommst du einmal Krankheiten. Ach, Jack, armer Kerl, armer Kerl. So, ist hier eigentlich irgendwas? Trinke Bier. Okay. Ja, das ist generell passt das so. So, was haben wir da? Verbände. Mach synthetischen Stoff. Was haben wir denn da bekommen? Ungenießbar. Oh, Energiekristall. Temperatur mindestens Wachstum ab 30. Ja, das ist was Schönes. Aber wo pflanzt man den? Ja. Das will ich eher nicht. Oh. Was müssen wir hier machen? Den Rest müssen wir abreißen. So, die beiden Damen. Sag mal, was fertigst du an hier oben? So, Samantha. Einmal geht noch. Das ist ja super. Die beiden mögen sich. Sehr schön. Ach ja, Jack. Bist du bitte so lieb und bringst Samantha in Sicherheit? So, Abschüttschelle, Landekapsel. Ja, geh sofort dorthin, super. Was ist passiert? Altmetall und elektronisch gebrochen, oh, super. Ja, wunderbar. Was ist da eigentlich drin? Ah. Ja, wir könnten jetzt uns hier ein bisschen Hautborke holen. Aber komm. Also Pflanzenleder. Ja, Jack trinkt. Na klar. Was ist eigentlich, wenn man unter dem Holz, also unter dem Holztisch, Keramikkacheln sind vielleicht besser. Nö. Ja, vielleicht doch. So, Unterkünfte. Bodenbelag. Machen wir auch hier die Keramikkacheln. Brauchen wir zwar viel Stein, aber ich glaube, das ist dann stylisch. Erkältung, Emmeline. So, Lara, wie lange noch? Eine Stunde mit 100 Altmetall und 5. Wow. Ah, das ist schon cool. Oh, wir müssen weiter bei der Forschung machen.
So, was haben wir dann nachher? Die Sonnenkollektoren. Dann sind wir da relativ gut bei den Themen. Oh, Laserpistolen müssen wir auch noch machen. Okay. Ach ja. Was wir alles noch vorhaben. Sehr cool. Oh, viel Insektenfleisch. Lara ist zurück. Geht gleich schlafen, ja. Verstehe ich. Lara, ich verstehe es. So, Samantha geht essen. Passt das eigentlich hier mit den Sesseln? Das würde mich echt interessieren. Check. Samantha, bist du müde? Mach mir hier. Moment, Lara? Mach das mal. Dann können wir es im Frühjahr verwenden. So, Emily baut Fliesen. Oh, da geht uns ja echt die Steine aus. Wir haben nur noch 30 Steine, okay? Samantha! Schläfrig, ängstlich, ja, ja. Macht Halbstoff. Emily? Gestörter Schlaf, Erkältung. Ja, ja, macht Treibstoff. Sechs. Wow. Lara geht wieder hacken. Die hat ein Hobby. Aber so ein richtiges. So. Lara, hast du da oben die Energie gekriegt? Ja, hat sie. Super. So, Lara. Tank mal auf. Auftanken. So, die Forschung müsste eigentlich... Ach, die zwei. Fermentierung, Treibstoff. Das ist eine gute Sache. Dann können wir hier gären. Flüssigtreibstoff. Yeah. Wir brauchen... Moment. Wie viel brauchen wir? Wie viel Treibstoff haben wir hier? So, Flüssigtreibstoff bis 900. Das ist super. So. Wo ist es? Da ist es. Bis... Ach so. So, Flüssigtreibstoff. Eines weniger. Wir brauchen 900 Flüssigtreibstoff. Ja, wirkt vielleicht übertrieben. Ist aber gut. So. Wenn man drauf bleibt, nö. Ja, irgendwann sind wir durch. Kann man das tippen? Nö. Bis. Super. So. Flüssigtreibstoff bis 900. Super. So, Samantha. Mach hier gleich mal fertig. Sehr schön. So, Lara. Gäre Flüssigtreibstoff. Was blockiert Lara? Und wo blockiert Lara? Okay. Ja, mach mal. Wieso wird Lara blockiert? Interessant.
Interessant. So, Samantha, wie geht's dir so? Gestresst, müde, war zweimal genervt von Emmeline. Super. Ihr zwei. Energiespeicher. So, schauen wir da kurz mal rein. Die Batterie ist bald fertig. Fermentierung haben wir ja abgeschlossen. Oh ja. Oh ja, der Gefrierschrank. Ja. Könnte man auch mal machen. Und die beiden brauchen wir dann. Aggressive Tiere. Na toll. So, checke nicht verwerten. Mach mal Musik. Das gut, check ist. Ich könnte ein paar neue Kleider gebrauchen. Ist das so? Stell es mal rein. Emmeline. Oh ja. Wir könnten hier einen synthetischen Helm anziehen bei Lara. Passt vorerst alles. Oh, das müsste mal ausgetauscht werden. Ja, check und seine Schuhe. Energiespeicher. Yeah. Endlich. Das ist natürlich besonders cool. So, Samantha. Ja. Was kommt da als nächstes? Erforschen. Da würde ich sagen, die Laserpistole als erstes Mal. Strom. Ja, wir haben jetzt Batterien. Batterien. Aber wow, stellen wir die hin, die Batterien. Zwei hier nebeneinander. So und so. Einfach so. Ich meine, die sind dann unter Dach. So, aber wir müssen... Okay, sie kommen aus dem Süden. Das ist gar nicht gut. Ach, schon wieder. Ja, klar, dass die in der Nacht angreifen. Gut, wir lassen alle so lange wie möglich schlafen. War nicht lange möglich. So, Einberufung. Wir stellen uns mal hierher. So, Emmeline. Wunderbar. Hierauf. Ich hoffe so sehr, dass das mit dem Fliegenden noch ein wenig auf sich warten lässt. So. So. Emmeline war hier. Jack war hier. Lara war hier. Und Samantha geht hierher. Und zwar beschleunigten Schrittes. Wow. Okay. So, dann machen wir mit zwei Batterien hier. Da bleiben die natürlich nicht stehen. Aber vorerst mal ist das der Platz für die Batterien. Hui.
So. Kirschland. Nö. Menschenfressender. Übergröße. Super. So, und ich würde auch sagen, Einberufung aufheben. Schlachte mal hier. Einberufung aufheben. Schlachte mal hier. Einberufung aufheben. Schlachte mal hier. Und Einberufung aufheben. Schlachte mal hier. So, dann kriegen wir schön viel Insektenfleisch. Wunderbar. So, die Batterien werden wir dann wahrscheinlich hier in einen eigenen Raum, in den Batterieraum, unterbringen. Aber vielleicht werden wir das auch nochmal umbauen. Lungenentzündung, check, super. Bei der Erkältung hat es begonnen und jetzt schon Lungenentzündung. Das ist natürlich... Ach ja, so, Lara. Mach hier noch was. Samantha? Wieso schläft die? Oh, hat Burnout, okay. So, Jack wartet auf Behandlung. Jack, ja, aber mit Lungenentzündung kannst du ganz großartig hier noch was schlachten. Und du bist barfuß. Hm, besser geht's nicht. So, Jack. So, bevor du essen gehst. So. So, Samantha kümmert sich um Falle. Lara geht schlafen. Wie geht's dir? Erschöpft, das geht. Dann kannst du das hier noch schlachten. So. Samantha. Ja, kümmere dich mal. Die hat auch Burnout. So, zwei Batterien. Vorerst mal fein. Eine Sternschnuppe. Okay. Sehr cool. Jack schlachtet wieder. Ein Schlachtfest. So, und wenn sie aufgewacht sind, oh, wir sind schon wieder am Ende der Folge angelangt, meine Lieben. Ein bisschen noch, ein bisschen noch, ein bisschen noch. Das ist so schön gemütlich. Ach, schön. Erkältung, Emmeline. Okay. Schön. Alles ruhig. Alles ruhig. Sind die getankt? Ja. Ja, beide. Wunderbar. So, schauen wir mal nochmal. Wir fangen mit Samantha an. Hungrig, ängstlich, ja. Schlief in einem kleinen Zimmer. Ja, ist okay. So, wie geht's so mit den Dingen? Da ist eigentlich alles gut. Wir könnten... Hier haben wir überhaupt eine? Ja.
Samantha, zieh mal die Hose um. Könnten wir bei Lara auch gleich machen. Jack hat eine synthetische. Da könnten wir synthetische Stiefel anziehen. Weil wir sind jetzt Kältetoleranz minus 15. Hitzetoleranz, das ist gut. Emily, repariert sie. Okay. Was haben wir da drin? Da haben wir genug drin. Emily. Oh, das machen wir. Wir lassen sie mal normal arbeiten. So, wir haben hier... Oh, die ist fast kaputt. Toll. So, wir haben ein kaputtes T-Shirt, ein Ding. Wir haben das hier, wir haben das hier, das hier. Ja, diese Mütze brauchen wir nicht mehr, diese Mütze brauchen wir nicht mehr. Das brauchen wir nicht, das brauchen wir nicht. Das zerlegen wir alles schon, super. So, das war hier. Dann haben wir hier, okay. Und hier, gut. Bekleidungen. Oberteil und Brustpanzer, ja. Gut. So, Jack schlachtet wieder. Und Samantha, das ist ganz toll, was du tust. Aber, Gefrierschrank. Nein, wir werden jetzt keinen Blitz haben, der uns die Batterien auflädt. Nö, nö, nö. Aber irgendwas werden wir schon hinkriegen. So, hier den Kühlraum machen, das werden wir natürlich später machen. Das geht im Moment nicht so gut. So, wie weit sind die Gear? Prozesse über 50, gut. Da, diese Lara. 43 Altmetall. Sehr. Was? Nicht genug Stauraum? So, Lara. Ja, Samantha wird weiter forschen, natürlich. So, zerlegt? Nein, zerlegt nicht, sondern Gefrierschrank. So, und Lara hätte ich gerne. Weste, Hose, Stiefel, Helm. Hose. Wo ist Jack eigentlich? Der hat unsere Kapsel schon. Ui. Das ist ja cool. So, Emily. Verhüte mal Altmetall. So, Samantha, bevor du hier weitermachst. Mach mal die Windräder. So, erforscht Windräder, super. So, wie schauen wir aus? Hier, nö, hier, ja, gut. Zufrieden, hungrig, ein bisschen hungrig. Du kannst noch ein bisschen forschen. Mach mal Sonnenkollektoren. Wahnsinn, wie schnell das geht, oder? Ach ja. Oh, genau, Moment. Lagerung. G.
Gefrierschrank. So. Da haben wir jetzt die Möglichkeit, einen so stellen, aber man soll nichts im Leben übertreiben. So, vielleicht machen wir es doch. Wenn wir das hier herstellen? Nö. Der muss weg. Und diese Tür ist eine Frage. Eine Frage der Tür. Was ist das? Eine Ölwandlampe? Kann ich die eigentlich, Moment, hier drüber hängen? Das wäre schön. So. Emmeline? Move. Bam. So. Lagerung. Gefrierschrank. Der ist halt schon groß. Da geht er nicht. Wir können ihn wirklich hier herstellen. Oder hierher, aber dann steht die Pilzfackel im Weg. Das macht aber nichts. So, Moment. Pilzfackel bewegen. Wir stellen da mitten rein. So, Emmeline. Ja, ja. Bewegen. Samantha, hey, check. Das ist gut. Bam. Emmeline? Erkältung und müde. Ah, bau vorher noch einen Gefrierschrank. Samantha geht essen, jetzt endlich. So, Jack erholt sich, großartig. Ja, Geräte ohne Strom, na klar. So. Wir haben hier, Rose Essen kommt da gar nicht rein. Was sind sonstige? Nö. Nö. Getränke, gut. Und gekochte Mahlzeiten, wunderbar. Wobei, Getränke, nein. Getränke kommen in den Kühlschrank. So. Nicht genügend Strom? Ja. Ladeanfertigung 5 reicht auch super. Auch super. So, Laserlanzen. Dann kommen die Pistolen. Nach den Pistolen kommen die Dinger hier. Ui, Solarzellen, die guten. Ja, die guten. Ersetzen wir einen Teil der organischen Komponenten? Ja, durch besonders leitfähige Graphen erzeugen sollen. Das ist natürlich viel besser. Nachdem wir eh noch gar keine haben, machen wir das gleich mal. 18 Stunden, das könnte man wirklich machen. Dafür brauchen wir halt Strom. Machen wir das als nächstes dann. So. Raus, raus. Dann die Pulsgewehre, Laserpistolen. Ja, Laserrüstung. Und dann den Forschungstisch. Machen wir das. Passt so. So, alle schlafen, meine Lieben. Das ist genau der Zeitpunkt, wo ich meine... Wir beenden heute hier jetzt die Folge. Ich bedanke mich fürs Dabeisein und wir sehen uns wieder in der nächsten Folge. Bis dann. Tschüss.